Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich eine weitere Episode vom FIFA Talk für euch am Start. Das heißt, wir reden heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18. Aber bevor wir damit starten, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass gerade noch das 30.000 Abonnenten Gewinnspiel läuft. Und zwar könnt ihr da gerne noch teilnehmen. Ihr müsst da einfach nur Abonnent sein und dann mit Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation kommentieren. Dann habt ihr nämlich die Chance auf eine von drei PSN oder Xbox. Dann habt ihr nämlich die Chance auf eine von drei 10 Euro PSN oder Xbox Karten, also nehmt da gerne auf jeden Fall noch teil. Das könnt ihr auch in den nächsten Videos machen, also einfach immer mit Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation kommentieren, um eben eure Gewinnchance auch ein bisschen zu optimieren. Und dann beginnen wir auch schon direkt mit dem ersten Thema vom FIFA Talk. Und zwar ist das was sehr, sehr Interessantes zu Beginn. Und zwar wurde Pogba in einem Silberpack gezogen. Like, what the fuck? Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob dieses Video real ist. Also es könnte auch gut und gerne sein, dass das fake ist. Denn ich denke, das ist nicht mal so schwer zu faken. Da musst du einfach nur ein Silberpack Video sozusagen nehmen. Und das eben genau dann, wenn die Leinwand rauskommt, mit einem Goldpack ändern. Mit einem Goldpack-Video ändern, da musst du eigentlich nur eine kleine Überblendung einfügen. Also denke ich mal, dass das so möglich wäre, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das Ganze auch real, also es sieht schon ziemlich echt aus, aber man könnte es, glaube ich, auch sehr leicht faken. Also ich bin mir nicht sicher, schreibt mir dazu eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Aber grundsätzlich wurde da einfach Pogba in einem Pack gezogen und wenn das stimmt, dann ist das einfach nur unfassbar genial. Es gab auch in FIFA 17 schon das ein oder andere Pack, wo dann zum Beispiel Thiago Silva oder so in einem Silberpack wirklich drinnen war. Aber auch da weiß man eben nicht, war das fake oder war das real? Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Eine weitere unfassbare Sache in FIFA 18, die ich gefunden habe, ist, ja, Cristiano Ronaldo für 158.000 Coins. What the fuck? Wie ist sowas möglich? Das sind absolute Snipe-Kings, die sowas zusammenbringen. Und da hat echt einer Cristiano Ronaldo für 158.000 Münzen bekommen. Was ist das für ein krasser Gewinn? Also das nenne ich mal Trading. Props gehen raus an den, der das gesniped hat. Und ich möchte euch auch noch weitere Snipes zeigen, und zwar Ronaldo Icon für 900.000 Münzen. Oh mein Gott, der ist ja sowas von viel mehr wert. Also da hat er seine Coins verfünffacht oder was auch immer. Das ist eigentlich nur unglaublich. Und mir hat dann auch noch ein Abonnent, und zwar das Gilarinho, der sau oft in Streams dabei ist. Der hat mir dann auch noch seine Snipes geschickt und der hat es einfach auch zusammenbekommen. Insgesamt 4 Legenden richtig günstig zu bekommen. Darunter Schmeichel, Clouvier, Henri und dann noch Shevchenko. Das ist unfassbar, was er da für einen Gewinn gemacht hat. Er schreibt mir nämlich so, ja, ich habe gerade 2 Millionen Coins easy gemacht in 2 Stunden. Und ich denke mir so, hä, wie denn? Und er hat mir dann eben die Bilder geschickt. Das ist wirklich krass, aber das ist eben tatsächlich möglich, dass man da gut snipen kann. Also ich rate euch nur, falls ihr Zeit und Lust habt, sniped auf jeden Fall mal richtig teure Spieler und versucht die da richtig günstig zu bekommen. Das dritte Thema ist wirklich verdammt kurios. Und zwar war Sturridge in FIFA 17 einfach mal 8 cm größer als in FIFA 18. In FIFA 17 war er 1,88 groß und jetzt in FIFA 18 ist er nur noch 1,80 groß. Da denke ich mir auch nur so, EA, was tust du bitte oder was tut ihr da bitte? Ich meine, wie kann man einen Spieler um 8 cm falsch einschätzen? Da müssen ja richtige Fehlinformationen durchgegangen sein. Aber das finde ich auch verdammt kurios, dass ein Spieler einfach mal um 8 cm kleiner gemacht wurde. Also ich nehme mal jetzt stark an, dass er wirklich 1,80 groß ist, aber wie konnten die denn dann einfach auf 1,88 packen? Vielleicht wollten sie auch, dass er einfach overpowerter ist, aber so einen Fehler kann man sich eigentlich nicht erlauben in einem offiziellen FIFA-Spiel. Aber das Ganze ist passiert und das wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben. Als nächstes geht es jetzt hier um eine Footdraft-Belohnung. Hier wurde nämlich tatsächlich als Belohnung ein Footdraft-Token ausgestellt. Sowas habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, also im Normalfall bekommt man eigentlich dann eher, wenn man zum Beispiel in der ersten Runde rausfliegt, ja vielleicht 2,5 Carpacks oder so, aber in diesem Fall wurde tatsächlich ein Footdraft-Token ausgestellt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal hattet, ich wusste das noch nicht, deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das Ganze einfach mal, aber das finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant und das musste ich auf jeden Fall heute mit reinpacken.
Und damit sind wir jetzt auch schon beim letzten Thema angelangt und das ist ein kleiner Bug, den ich vor kurzem herausgefunden habe, beziehungsweise auf YouTube entdeckt habe. Und da hat ein YouTuber ja einfach mal gezockt und es waren keine Tore vorhanden. Das ist mal wieder eine super Sache natürlich, wenn man da ja Tore schießen will, aber es sind keine da. Natürlich war das nur ein Anzeigefehler, die Tore waren an sich schon noch im Spiel drinnen, aber man hat sie einfach nicht gesehen und sowas wollte ich euch auch zeigen einfach. Ich finde teilweise echt interessant, wie viele Bugs schon in FIFA 18 passiert sind. Ich meine, das Spiel ist jetzt gerade mal ja, 1 bis 1,5 Monate alt und es sind einfach schon so viele Glitches und Bugs und Fails aufgetaucht, das ist einfach nur unfassbar. Ich weiß nicht, ja, ob die da irgendwie ein paar Programmierungsfehler drinnen hatten oder ob da irgendwie, ich weiß nicht, anderswo was schief gelaufen ist, aber auf jeden Fall gab es hier tatsächlich ein Spiel ohne ein einziges Tor. Ja, richtig, richtig kurios. Und somit war es das jetzt auch schon mit der heutigen Episode vom FIFA Talk. Falls sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Vergesst auf jeden Fall auch nicht, noch beim Gewinnspiel teilzunehmen. Und damit war es das. Von meiner Seite aus, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.